attacked. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Es ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Inside Eisenberg prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it.
Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And they drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you.
Was Sie Dreck sagt, Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Nach rechts. Hier, du da. Komm schon. Vorwärts. Sau, du Dreckige, du. Komm vorwärts. Ich zeig dir was, du. Faule Drecksau, du. Komm. Komm. Komm, faule. Geh raus. Schnell vorwärts. Ich zeig dir was, du. Komm schon. Vorwärts. Vorwärts. Hey du! Noch 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Hans, komm schon, lass uns gehen! Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Thank you.
Gotta be the laziest bunch of guards the world has ever seen.
das denn nie auf? Gosh, oh my. I thought I was a goner. And here you are, back from the dead. To save us all, imagine that. Oh, what have you been up to, Captain Blaskowitz? Quit shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Wyatt. Fantastic. Well, oh, let's get out of here, shall we? Hey, you close that door! Time to go, Captain. Let's get out of here together. Fingers won't work right. They've been chained up for too long.
picked a heck of a time to show up. Heck of a time. Not many of us left still fighting since the war ended, you know. It's been rough. We get out of here alive, things are going to change. Bastards. They got it. Hear that? Reinforcements. They'll bring their hammer down on this whole city block. This way, Captain! Wait! Wait! Oh, Jesus! There's a panzer out there! Give me one like heck! I think we can make it! Follow me! Come this way, Captain! Come on.
north! Head up the stairs! Out of there. Do any of you know how to hotwire a car? All over the city. They're tracking us no matter where we go. Now
Nighttime will be easier. There's more options. A daytime entrance into the Kreisau Resistance headquarters is not advisable in the least. Never been attempted as far as I know. But the skies seem clear. No one's following us. I think we can make a little history today. This is a two-part maneuver. Done right, we should head perfectly into a blind spot. Everybody ready? Go! Now! Run! The Nazis is they really are stupid. So long as we're hidden by this mist, no one will see us. Now, for the second part, the jump. Once we're underwater, hold your breath, swim after me. Stay submerged no matter what happens. There are Nazis all around. If you break the surface, they will kill us. Don't hesitate. Jump! I'm so sorry. There was no break in front of that hatch when I left. I've been in prison for 3 months. Break it out, keep us alive out there, Captain. It's good to be home. Hold me, I'm freezing. Put them down, Max. Gently. Whoa! Stand down! This is Klaus. He's one of us. He was a Nazi before, but he's on our side now. Easy, Johnny. How is this possible? We are in the very center of Berlin. You're hiding in a plain sight. It's the last place they would look out. Will they not hear us? Best to keep your voice down, then, yeah? Fuck me. B.J. Blaskovich. I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. Ma'am. Glad to have you back, Wyatt. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, 3 pulverized vertebrae. You? Head trauma, 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years in a loony bin. Good to see you, William. So, what can you do? For your collection, Jay. Wow, so happy to, like, see you, man. What's it been, 3 months since they hauled you away? Thought you were dead, actually. Send people off to that prison, they, like, don't come back, you know? It's a trip, and you brought some new cats with you, actual, like, reinforcements. It's cool, man. I am hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me, would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listen in on these frequencies. Anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Here is it.